Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Orion Chaos am Start. Diese Folge wird sehr anders werden, Leute. Und zwar werde ich mich heute zum Tank skillen. Ich glaube, der Grund warum ist klar, wenn ihr das seht. Und dieses Video wird sozusagen, was soll ich sagen, wird ein Übergangsvideo mehr oder weniger. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Weil auch wir haben jetzt ganz wenig Tank-Ausrüstung. Das ist sehr, sehr ungünstig. Wisst ihr was? Ey, ich hatte diese Frisur als Gabriel 8 gemacht. Nice, Leute, das wusste ich gar nicht mehr. Sieht euch das einer an. Da lerne ich selber noch ein paar Sachen. So, also. Wir werden jetzt uns erstmal skillen. Das ist wichtig, weil je nachdem, so, wir haben da noch Urkraft, das können wir auch verkaufen, das brauchen wir noch. Ich glaube, der könnte sogar gleich sein. Ah, oh, vielleicht. So. Weil wir wollen jetzt unbedingt Tank werden. Das ist ja klar. Dann Uplock Level, genau. Viele wissen ja nicht, wie ein Tank eigentlich sein muss. Also, oder was er haben muss. So, Zauber, Talente. Wisst ihr was? Ich werde kurz mal skillen. Talente. So, Wache. Elite-Verteidiger, ja. Also, ich werde mich schnell skillen, dann werde ich es euch zeigen und dann, denke ich, werden wir noch ein bisschen auf Shopping-Tour gehen, also Sachen kaufen, die Uplock-Level und weiß ich was alles haben, weil das ist sehr wichtig für uns. Unten sehen wir weiter. So, ich habe mich jetzt geskillt, ihr könnt es schnell sehen, könnt ihr pausieren, das Video. Und Lotteriesystem, so, löschen. Von Ultramage. Ich feiere deine Videos und mach weiter so. Kannst du mal sagen, wo man am besten was fangen kann? Zum Beispiel für Mage, Grenadine und so Zeug am besten, wo man Schrott fangen kann, also all der Stoff und Erze. Kommt drauf an, was du willst. Also das ist Grenadine eigentlich da im arkadischen Wald. PS, ich bin 12 Jahre alt, würde mich freuen. Danke dir, ein Gold, immerhin. Wo kann man ein bisschen Schrott von normalen Waffen farmen? Eben, eigentlich überall im arkadischen Wald, so, das brauchen wir nicht, dieses Scheißpad. Oh, das können wir natürlich gebrauchen, Energietabletten. Und von Jojo, wow! Lol, danke für dieses Erz. Ich werde es aber wahrscheinlich verkaufen, mal schauen, also nicht böse sein. So. Verkaufen wir mal ein bisschen und dann gehen wir noch ein bisschen auf Shopping zu. Ich hoffe, euch gefällt das Video im Übrigen. Ich sage das eigentlich selten mitten im Video, aber erstens bin ich ziemlich, ziemlich müde, da ich gestern noch weg war. 82, gut, dann können wir das mal für ein Gold im AH reinstellen. Sie wird sicher jemand kaufen. Lol, einfach ein Noob mit Scanner, Leute. Das finde ich immer noch genial. So. Also, verkaufen wir das schnell. Oh Mann. Ich muss jetzt erst da. Gebot erfolgreich. Juhu. So, ich habe noch eine Benachrichtigung bekommen. Also, Flüsternachricht. So, der schöne Ring. Oder kann ich deine... Ja, kannst du... Machen wir mal eine Runde Arena, bitte. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Aber es geht gleich darum. So. So, wir gehen jetzt mal schauen, ob ich die Spells noch verbessern muss. Oder wisst ihr was? Ich kann ja eigentlich einfach da schauen. Ah, wieder die Russen da. Lol, was sind das? Sind wie ein neues Mount oder so? Halloween Mount? Lol, nice. So, also, auf jeden Fall, Leute. Es geht, ich habe schon eigentlich darüber gesprochen im Video. So, ich will eigentlich
auch ein bisschen Privatsphäre haben. Da hat es viel zu viele Leute. Ah, Leute, ich habe einen Platz, wo wir hingehen können. Ich habe einen Platz. Ich habe einen Platz, Leute. Schaut. Jetzt können wir. So. Da hinten stört uns nämlich niemand. Nein. So. Und zwar geht es eigentlich darum, was geschieht mit diesem Charakter, beziehungsweise was kommt auf YouTube, also was werdet ihr sehen? So. So, die kreisenden Schilder sind weg, das finde ich irgendwie so mühsam. Egal, so, ich will mal zum Punkt kommen, weil sonst müsst ihr da noch ewig schauen. Also, es ist jetzt einfach die Frage, Leute, was wollt ihr sehen? Wollt ihr wirklich einige, und damit meine ich einige Runs an MZL und AGL sehen? Ich würde sicher mal farmen, also Blue sicher mal farmen. Ich werde mir die Steine sicher noch nicht holen im Moment, da sich das einfach noch nicht lohnt. Oder soll ich in die Arena machen? Das wäre auch eine Möglichkeit. Leider würde ich den da einfach nicht spielen können, also zocken können, bis ich nur sozusagen eine Win-Montage machen kann, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ich könnte einfach, wenn ich eine Real-Life-Story habe, würde ich dann die sozusagen in diesem Video machen. Brauchst du Hilfe? Nein, ich bin full, leider full. So, full mit 3L, sehr gut, Gabriel. Ich würde dann das einfach kommentieren, also live kommentieren natürlich, nicht irgendwie nachkommentieren oder so. Und dann nach 15 Minuten schauen, ein paar Fights machen. Vielleicht könnte ich sogar Battlefield machen, Leute. Liga. Battlefield, genau, 4 gegen 4. Das wäre auch noch eine Idee. Eben, wie gesagt, ich kann einfach, wenn ich live kommentiere, sicher nicht Win-Win machen. Es ist einfach die Frage, was wollt ihr sehen? Ich kann natürlich auch irgendwie abwechslungsweise ein Tag Arena, also ein Samstag Arena, der andere Samstag Schlachtfeld und wieder der andere nochmal etwas anderes. Also es gibt sonst noch, eben sonst gibt es auch nicht mehr so viel. Eben, MZL, AGL, so könnte ich das natürlich auch machen, dass jeden Samstag sozusagen etwas Neues ist, aber ihr entscheidet, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich entscheide, ich habe natürlich am Schluss den Stichentscheid sozusagen, also ich überlege mir das. Es hat auch einen Grund, warum ich euch frage, aber den werde ich euch noch nicht sagen oder nicht sagen, vielleicht auch gar nicht, je nachdem, weil, ja, sagen wir mal so viel, die Zukunft von meinem Kanal hängt sehr stark davon ab, was ich jetzt mit dem mache, mit diesem Charakter. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich ein neues LP starten würde. Habe ich einfach gedacht, klar, ich könnte wirklich rushen. Ich habe so viele Abonnenten, die jetzt immer dabei sein würden, sozusagen im LP. Das hatte ich ja früher nicht, dass ich würde wirklich rushen können, vor allem am Anfang. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Juhu, jemand kommt. Oder auch nicht. Nee, Warrior lief da unten durch. Und, ey, Frühling ist in Grünberg, Leute. Leute, jetzt ganz im Ernst, ist das neu, dass da die Bäume blühen? Ist das neu? Lol, okay, tut mir leid für diese Off-Topic jetzt. Aber das ist cool. Nee, auf jeden Fall, das sind jetzt die Gründe eben, wie gesagt, LP. Ich weiß halt auch nicht, wie interessant das für euch ist. Also, wollt ihr das wirklich nochmal sehen? Ich könnte das natürlich schon machen, einerseits. Aber eben, für mich wäre es einerseits langweilig. Ich würde es nicht cool finden. Und ich denke, ihr würdet es auch nicht feiern. Vielleicht werde ich sogar eine Umfrage starten. Wahrscheinlich denke ich aber, ich muss euch so... Ich glaube, sie suchen mich im Haus, Leute. Trollolol! Schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch etwas gesagt, was ich nicht gesagt habe. Also irgendwie sonst irgendwas oder sonst weiß ich was. Weil es ist wichtig, Leute. Es ist wichtig. Wie gesagt, Zukunft von meinem Kanal hängt da ziemlich viel ab. Und
Arena ist halt auch immer so ein bisschen, da kann ich nicht gewinnen, aber das wäre natürlich gemütlich, zumindest ein paar Storys erzählen. Wie gesagt, was habt ihr am liebsten? Also ich kann es nur nochmal sagen, seht ihr gerne das Spiel selber, seht ihr gerne, wenn ich queste, mögt ihr es, wenn ich Real-Life-Stories erzähle, was mögt ihr, was würdet ihr gerne sehen? Das ist jetzt wirklich eigentlich euer Turn und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben. Eben, wie gesagt, ich werde alles durchsehen und das, was eigentlich sozusagen am meisten gefordert wird, das kommt noch. Vielleicht wird es auch Abwechslungen geben, wie gesagt, aber eben, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Auf jeden Fall, Quests sind definitiv hiermit beendet. Natürlich gibt es noch einen Riesenmount Raid, da gibt es auch noch Informationen dazu. Wann das genau ist und wie das abläuft und mit wem und alles die Informationen, die wird es natürlich noch geben. Das wird mit diesem Charakter sein. Habe ich gar keinen Helm, Leute? Lol, ich habe gar keinen Helm. Geil. Gut, brauchst du eigentlich gar nicht im Moment auch. Und das wär's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Das Riesenmount Raid wird es noch geben, Leute. Klar. Und man sieht sich, Leute.